Ja, lieber Andreas Gebhardt, ich darf Sie nochmal ganz herzlich zu dem wirklich absolut verdienten Preis, Escalis-Preis, gratulieren. Es ist mir eine wahre Freude und Ehre und ich kann mir echt momentan keinen besseren vorstellen, der dessen würdig ist. Und es war mir eine Freude, als sich das entwickelt hat, so im Hansa Verlag, dass sich dein Name herauskristallisiert hat. Das passt schon. Geht's dir gut? Ja, ich war natürlich überrascht. Ja, auch so ein bisschen betreten, ob das jetzt wirklich mir gelten soll. Und dann darum kümmern sich ja andere. Man muss ja auf einmal damit umgehen. Aber dann ne? merkte ich an der Resonanz, ja, die anderen meinen das auch so. Und dann gewöhnte ich mich daran und ich finde es jetzt hervorragend, ich finde das toll. Und vor allen Dingen diese Verbindung zu dem Escalis, der ganz in meinem Sinne oder ich in seinem Sinne neue Technologien aufgespürt hat und sie dann für einen größeren Kreis verständlich gemacht hat, insbesondere durch die Systematisierung, durch das Darstellen, letztlich auch durch die Zeitung. Sowas ist mir nicht vergönnt geblieben, aber Bücher sind ja auch schon mal was. Definitiv. Und ich habe es ja eben erzählt, als ich seinerzeit mich das erste Mal mit dem Thema auseinander beschäftigt habe, damals noch unter die Führung von Professor Schmachtenberg an seinem Lehrstuhl in Essen, wo ich dann auch in die additive Fertigung, damals war es noch Rapid Prototyping, es war alles sehr autodidaktisch unterwegs von den Leuten. Die haben sich viele Dinge, Technologien selber beigebracht. Die haben gebrannt für das Thema und seinerzeit wurde damals dein Name erwähnt, einer der ersten, der Struktur, Systematik in dieses ganze Umfeld gebracht hat. Wenn du jetzt nochmal so nachdenkst, so grob, sagen wir mal, 20, 25 Jahre später, wo geht denn jetzt die additive Fertigung hin? Was wäre denn dein Traum? Oder ich könnte auch andersrum fragen, wo müssen wir aufpassen? Also die additive Fertigung bewegt sich mit großen Schritten auf das zu, wie es wir gerade genannt haben, auf die Fertigung. Sie wird dann ein Fertigungsverfahren sein, das so den Ruch des Exotischen mehr und mehr ablehnt, legt und mehr zu einer selbstverständlichen Alternative wird. Eigentlich muss es so sein wie Drehen, Fräsen, Bohren, additive Fertigung. Ja, und genauso in den Fertigungsprozess eingebunden sein wie Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, additive Fertigung. Richtig, genauso muss es sein. Und dann kann erst was draus werden, und nicht wahr? Ja, und man muss eben, um in dem Bild zu bleiben, in die additive Fertigung eintauchen können und wieder raus können. Also wenn ich ein Loch brauche mit 5 mm Durchmesser, dann nehme ich ein Blech und einen Bohrer. Da komme ich nicht auf die Idee, das Ding zu konstruieren und mich damit rumzuschlagen, dass es nicht ganz rund wird und dann zu drucken und dann ist es wieder nicht ganz rund. Also man muss die verschiedenen Fertigungsverfahren beherrschen und dazu gehört natürlich dann auch das Additive. Und dann muss man mit diesem Wissen das Verfahren aussuchen, was zum Ziel führt. Hast du da 95 mit dem ersten Buch schon dran geglaubt? Ja, insofern ja, als es gab ja ein Buch zu dieser Zeit von den Erfindern der Stelllithografie. Und die haben das Buch damals schon, ich glaube es ist 95 rausgekommen, Rapid Prototyping and Manufacturing genannt. Das war schon die Zielrichtung. Ja, die haben genau das vorgegeben, was wir dann erreicht haben. Also was alle die weltweit an den verschiedenen Fäden gezogen haben, die zum heutigen Standard geführt haben, erreichen wollten. Und auf diesem Wege sind dann alle gemeinsam vorangeschritten. Und eine große Hilfe war aus meiner Sicht das Internet, was dazu geführt hat, dass sich plötzlich Leute aus allen Winkeln der Welt zu Wort gemeldet haben und gesagt, da habe ich auch noch einen Beitrag zu. Und das kann ich aber auch. Und aber auch umgekehrt, wie macht ihr das denn? Warum funktioniert das bei euch? Warum funktioniert das nicht bei uns? Jetzt bin ich ja Verbandspräsident der Deutschen Werkzeug- und Formbauer. Ja.
Vielleicht noch ein Wort, ich sag mal, Wort zum Sonntag zu unserer Branche. Muss der Werkzeug- und Formbau Angst haben vor den Additiven? Nein, der Werkzeug- und Formbau darf sich nur nicht ausruhen. Zu wissen, ich bin der Beste, nützt dem dann allerdings hinterher nichts mehr, wenn sich in dem Windschatten dieses Wissens andere nach oben geangelt haben. Besteht die Gefahr? Siehst du da eine Gefahr? Naja, ich sehe zum Beispiel, dass die Werkzeuge, die aus China kommen, um Klassen besser sind, als sie waren, als ich 1994 zum ersten Mal in China war. Mhm. Da konnte man noch so ein bisschen lächeln. Mhm. Bei vielen Werkzeugen, die aus China kommen, vergeht einem das Lächeln. Das heißt also, das ständige Bemühen, die Besten zu bleiben, also um im Bild zu bleiben, 5 Stunden am Tag trainieren und sich nicht hinsetzen und sagen, guck mal, ich bin der Beste. Und dazu gehört auch, neue Technologien anzunehmen, sie kritisch zu prüfen und nicht zu sagen, oh, ich habe das mal ausprobiert mit dieser Stereolithografie, das ist alles Mist. Und wenn man fragt, ja, wann war das? Ja, 94. Also sich weiter darum bemühen, und dafür ist ja auch so ein Verband ganz wichtig, ja, weil er eben die Erfahrung der verschiedenen Leute zusammenfassen kann. Um zum Beispiel bei diesem Escala zu bleiben, der wäre ohne den Herrn Köster und ohne die Stratasys-Leute nicht zustande gekommen, weil die haben sich ausgetauscht. Köster sagt, ich kann scannen, guck mal, das kriege ich alles hin, das kann ich scannen, dann kommen die Datenleute dazu, die jetzt hier nicht explizit draufstehen. Dann sind die einzelnen Gewerke, die miteinander zusammenarbeiten und Neues erschaffen. Ja, und dann kommt sowas hin. Das hätten wir vor 20 Jahren so noch nicht in der Hand. Das hätten wir auch vor 5 Jahren nicht gehabt. Das wäre einfach nicht gegangen. Ja. Jetzt gehen wir mal ein Stück zurück wieder von deiner Arbeit. Jetzt deine Gäste hier im Namen vom Hansa Verlag, vom VDWF. Das ist eine coole Sache. Das ist eine unglaublich coole Sache und ich bin richtig stolz und glücklich. Darfst und das auch wird sein. Und das wird auch noch nachwirken. Genieße das. Ja. Also vielen Dank für deine Worte, für dein Statement. Ich hoffe, dass du uns noch lange der Branche auch tatkräftig erhalten bleibst. Ich denke gerne an unsere gemeinsame Aktion und Zeiten zurück und wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg und viel Gesundheit. Vielen Dank für alles. Vielen Dank, direkt und indirekt in die Welt, an das Vertrauen. Gerne. Tschüss. Tschüss.